Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stardew Valley mit mir, Turtle Schmadl. Morgen wird schon wieder ein sonniger Tag. Zum Kotzen. Ich hab Brief. Ich hab Brief. Ich hab Post. Ich schreibe diesen, um dich wissen zu lassen, dass Pierre Slang jetzt Dünger verkauft. Okay, Glückwunsch. Gönn ich dir. Zack, haben wir noch zwei Nachzügler hier. Apropos Nachzügler herstellen. Wir haben zum Schluss der letzten Folge haben wir die Dinger hier gekriegt. Und die Dinger lohnen sich aber sowas von. Haben wir einfach nur Holz, Stein und Kohle. Davon werden wir hier gleich eins hinstellen. Und da packen wir unsere guten Pastinaken rein. Und beziehungsweise ab jetzt alles, was eine gute Qualität hat, also was eine goldene Qualität hat, von den geernteten Sachen, das kommt jetzt alles da rein. Hat folgenden Hintergrund. Daraus, was wir da reinpacken, entsteht eingelegtes Gemüse oder eingelegtes Obst. Und dieses Eingelegte hat bis zu einem bestimmten Faktor, ich weiß jetzt gerade nicht, ob mal 2 oder mal 3 oder wie auch immer, von dem Wert, was das zum verkaufende Item hatte, was wir da reingesteckt haben. Das heißt, wenn es 100 gebracht hat, dann bringt es, nachdem es eingelegt wurde und dann verkauft wird, 300 zum Beispiel. Und dadurch können wir natürlich extrem viel mehr Geld sammeln mit dem gleichen Item einfach. Und deswegen stelle ich uns da gleich eins, oder habe ich uns gerade eins hingestellt, was wir ab sofort für die krassen Dinge nutzen werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gebraucht hat. Ich glaube irgendwie entweder ein paar Stunden oder wenn nicht sogar eine gewisse Anzahl an Tagen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Bis es einen Tag gedauert hat genau oder, also wir sind hier 24 Stunden oder wie auch immer. So, dann kommst du hier mit rein, ihr kommt hier rein. Du kommst raus, dies, das, Ananas. Ach, guck mal, das Ding kommt auch. Das kommt noch später rein. Ich brauche ich auch, das ist klar. Das ist auch klar, aber das ist auch klar, das ist auch klar. Gut. Du kommst später auch noch da rein, aber wir machen uns jetzt auf den Weg und gehen weiter in der Mine voran. Denn ich möchte unbedingt die Kirschbomben mitnehmen. Denn ich möchte unbedingt tiefer in das Ding rein. Mit folgendem Hintergrund. Ich möchte gerne tollere Barren farmen können. Beziehungsweise, wir brauchen ab jetzt, da wir jetzt auch die Einmachdinger da bauen können, viel mehr Kohle, weil wir die zum Craften brauchen und weil wir die natürlich zum Anfeuern, zum Befeuern des Ofens brauchen. Und dadurch brauchen wir ganz viel Kohle. Und Kohle lässt sich am besten auf der Eisebene farmen. In der tieferen Höhle farmen. Da dort nämlich Monster spawnen, die Kohle droppen. Und das ist gut für uns. So. Da habe ich gar nicht erfragt, wie unser Glück heute wird.
So, das geht doch mittlerweile mit dem Schwert hier schon 10-mal besser. Ach, ist das angenehm. Zack, gleich weiter. Nicht lang schnacken, Koppelnacken und sowas. Kennt ihr? Glück scheint wieder heute gar nicht so schlecht zu sein. Ein Amethyst haben. Amethyst, ein Quarz haben wir auch wieder gefunden. Die sind für späteres Craften sehr wichtig. Da haben wir gleich eine Treppe. Eine Leiter. Wir haben schön Kohle. Das ist doch alles geil. Läuft. Was war denn das nochmal für eine crazy Ebene? Die habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich sehe auch gar nichts. Gab es hier irgendwas Besonderes? Außer fies auf die Nase. Oh, eine Omnigione. Das war ein Fledermäuschen. Wo bist du denn? Da bist du. Ich sehe halt, tut mir gerade leid, aber ich sehe gerade auch nichts, ne? Oh, was ist da mit meinem Greenscreen los? Hallo, beruhig dich wieder. Oh, jetzt flimmert das da so blöd. Das ist ja blöd. Aber das kann ich gerade leider nicht ändern. Na, sage mal. Halt auch kein Licht parat, ne? Das ist halt großer Anfängerfehler. Und ist genau hier vorne noch ein Nee. Hä? Oh no. Irgendwo hier ist sie bestimmt versteckt, ne? Kann das sein? Irgendwo hier im Schatten? Da war sie. Ich kann mich an die Höhlen hier gar nicht so wirklich erinnern. Dumm. Was ich weiß, ist, dass hier noch ein Quarzblock ist. Oh mein Gott.
von einer seltenen Scheibe gedruckt bekommen. Quarz. Warum lassen die denn so coole Sachen fallen hier? Kann mich gar nicht daran erinnern. Da die Steine kaputt machen, wo ich auch Licht habe, damit ich die Leiter sehe. Gib mir auch episch Loot, Junge! Wie es deine Brüder und Schwestern getan haben. Bis 35 schaffen wir es noch, oder? Oh nee, jetzt kommen ganz viele. Jetzt kommen ganz viele Fledermäuse. Obwohl das actually gut ist. Erstens, die Leiter ist dafür gerade gespawnt. Zweitens kann ich ein bisschen Mats sammeln. Und drittens gibt es schöne Erfahrungspunkte. So. Bing. Ja, da hat er jetzt aber geguckt. Kommt mal her. Ich fertig. Ich lebe gerade ein bisschen am Limit, ne? Naja, ein bisschen Steine kaputt kloppen. Jeder Stein gibt nämlich auch EP. Aber dann gehen wir jetzt einmal wieder nach oben. Sehr gut gelohnt. Hier ganz viele Geoden haben wir gekriegt. Nochmal so eine seltene Scheibe. Könnte man damit noch irgendwas anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meine Idee ist weg. Ja, bezüglich meines Greenscreens noch eine Info. Ich habe leider keine gute Beleuchtung dafür. Denn ich nutze lediglich das Tageslicht. Und der Tag neigt sich so langsam dem Ende und Wolken und so. Und deswegen gibt es kein so gutes Licht mehr. Und deswegen kiet er den Greenscreen nicht mehr so schön raus. Da werde ich mich bemühen, in Zukunft da was dran zu ändern.
Aber das geht jetzt noch nicht. Wow. So. Was brauchen wir? 15 Holz. Ja, 15 Holz haben wir gerade noch so, oder? So, hier, zack. So, Monster Drops und alles, was aus der Höhle wichtig ist, kommt hier rein. Monster Drops und alles, was aus der Höhle wichtig ist. So. Du, 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 du. 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 Einmal ein bisschen hübsch machen. 17 Quarz, das ist super viel. Das ist richtig gut, dass wir schon so viel haben. Das spart uns späteres Farmen nämlich. Gut, wieder ein sehr erfolgreicher Tag, wie ich finde. Wie viele Tage hatten wir denn eigentlich immer gemacht gehabt? Zwei oder drei? Zwei, glaube ich, oder? Minenarbeit Stufe 2. Ich kann jetzt Treppen herstellen und kann krasser mit Spitzhacken umgehen. Bitte schlechtes Wetter, bitte schlechtes Wetter. Mann, immer so gutes Wetter. Erstmal eine Pastinake. Komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir krassen Blumenkohl. Keiner? Oh. Naja, immerhin 4 Sterne. Immerhin, wa? Wasser geht zu Neige. So, ich werde aber jetzt den Rest des Monats keine weiteren Sachen hier anpflanzen. Einfach aus dem Grund, um uns jetzt einfach mal ein bisschen Energie zu sparen, damit wir wirklich mal tiefer in die Mine eindringen können. Umso schneller wir da vorankommen, desto schneller kommen wir auch mit der Hofarbeit später voran. Macht das durchaus Sinn. Apropos Sinn machen, sag mal. Den Heizraum habe ich doch sogar schon. Guck mal, Fledermausflügel und Schleim können wir ja bald schon abgeben. Erdkristall und Quarz haben wir auch schon. Und hier fehlt uns noch der Eisenbarren und der Goldbarren. Wenn wir das nämlich auch haben, sparen wir uns eine Menge Zeit, wozu ich dann komme, wenn es in greifbarer Nähe ist. So, das haben wir alles versorgt. Das ist schon mal richtig geil. Dann möchte ich aber aus der verbliebenen Kohle und shit, wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Nochmal schnell ändern. Dann können wir uns nämlich gleich nochmal so ein Einmachgefäß kaufen. Ach, kaufen. Craften. Ich bin jetzt schon wieder komplett dumm, ne? Craften. Denn dann
dauert gerade ein bisschen im Kopf, bis er ankommt. Denn dann können wir auch gleich nochmal so ein Kohl darin werfen. Und das gibt uns halt einfach Geld. Auf Dauer. Ist auf jeden Fall eine gute Zukunftsinvestition, besonders wenn wir früh damit anfangen, auch Gedöns reinzumachen. Wieder obviously. Ne? Ich werde sogar erstmal sogar den Blumenkohl behalten dafür. Hier wollte ich hin. Toll, Gelee und Honig. Ja, aber nichts hier von wegen eingelegtes Gemüse. Toll. Naja, dann nicht. Was brauchte man denn für Honig nochmal? Ach! Genau. Eisenbarren. Halt klar, das haben wir natürlich noch nicht. Haben wir denn noch irgendwas, was uns Energie gibt? Gut, die Blumenkohl gibt uns halt insane viel Energie. Euch können wir noch mitnehmen dafür. Und ansonsten erstürmen wir jetzt weiterhin die Mine. Wir sind jetzt schon bis 35 gekommen. 40 schaffen wir heute safe. Sollten wir jedenfalls. Doch, 40 sollte safe drin sein. Zack. Und wenn wir die 40 haben, dann gibt's guten Loot auf dem weiteren Wege. Ach ja, ich habe mich ja natürlich wieder gut um Licht gekümmert. Nämlich so ungefähr gar nicht. Ha! Oh mein Gott. Wir haben richtig viel Glück heute. Blumenkohl können wir schon mal snacken. Ich glaube, im Moment sind wir auf jeden Fall noch hier unten. Haben sie erst um 12. Schon mal alles gut aus hier. Schön viel Kupfer. Allerdings würde ich auch eine Leiter nach unten gerne nehmen. Bin ich ehrlich. Ach, jetzt haben wir die Bomben nicht mit, ne? Gleich noch ein Blumenkohl rin hier pfiffen. Weiter geht's. Ja, und sonst. Oh, aha. Und sonst so? Was habt ihr so den ganzen Tag gemacht? Boah, ich komm in der Mine hier hangen. Und das war's eigentlich.
erkennt. Ich würde jetzt fast sagen, oh, ein Problem, aber ich finde, das ist ja kein Problem. Das ist einfach, das ist eine Art Lebenseinstellung. Pilz! Den essen wir aber nicht, den können wir später spenden gehen. Ich lasse gerade das Kupfer da ganz bewusst liegen. Einfach aus dem Grund, dass ein Kupfer drei Schläge braucht. Meine Energie sich aber so langsam zur Neige geht und ich gerne weiterkommen möchte noch. Keine Energie kostet, ne? Wäre furchtbar. Aber wie es scheint, komme ich nicht darum herum. Ach lol. Da war eine Leiter. Die Schleuder! Die ist super wasted. So, hier haben wir unser erstes selbst gefundenes Eisenerz. Ach, ist das was Schönes. Toll, oder? Und wie wir sehen, brauchen wir ganz schön viele Schläge für die Steine hier. Was heißt das für uns? Wir sollten so langsam mal unsere Spitzhacke upgraden. Das heißt, dann können wir aber nicht weiter Steine hacken, sondern müssen dann was anderes machen. Da können wir natürlich uns dann weiter unserem Sammelskill widmen. Wo haben wir denn das? Hier sind Fähigkeiten. Unserem Sammeln widmen. Damit wir krasser werden. Genauso wie unserem Fischen und sonst was. Aber wir haben noch eine Menge zu tun. Eine Menge. Und Turtle bekommt so langsam Hunger. Was auch schlecht ist. Wenn Turtle nämlich hungrig wird, wird zur Bestie. So. Dann. Zack, rennen mit den Items. Der rote Pilz kommt noch weg. Apropos kommt weg. 10 brauche ich hiervon. Jetzt brauche ich nicht. Reiche den Grund der Mine. Ja, das ist so mein Ziel irgendwann. Gemeindehaus. Also, hier habe ich noch gar nichts dafür. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. So. Hier kann ich den roten Pilz einmal hinbringen. Hier können wir schon mal Steine hinbringen. Aquarium haben wir nichts weiter. Heizraum. Hier bringen wir die Fledermausflügel hin. Quarz und Erdkristall. Und ein Kupferbarren. Also. Ach, und die Auster hier haben wir noch. Die Auster. Kupferbarren, Quarz, Erdkristall. Das war's, glaube ich. So, bewässert ist alles. Einmachfässer sind am Rödeln. Rödel, 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 rödel. Und wir bringen jetzt einfach unseren Schmuck weg.
Einfach so. Ohne, dass wir was abschließen. Aber wir sind es schon mal aus dem Inventar los. Und es ist schon mal da. Bei mir passiert nämlich oft, dass ich dann so einen Kram dann verkaufe. Oder sonst was damit passiert. Was das drinne? Wie gesagt, der Raum ist richtig wichtig, dass der fertig wird. Dich haben wir schon. Huch. Dich, dich. Was mache ich denn hier? Quatsch! Nicht bei Abenteurereien. Was mache ich denn hier? Bin ich doof? Ich hab doch noch ja nicht so viel. Ich versuche gerade, sich Schleim abzuheben. Oh, und das waren doch nur Steine. Ihr merkt, ich bin nicht mehr so in der Lage, ein Spiel zu spielen. Aber hier kommt er drin. Er nickt doch. So. So nämlich. Ja. Dann kommst du noch bei den Exoten mit rein. Dann wäre das nächste einfacher. Die beiden einmal Sirup und den Harz. Wäre am einfachsten. Gut, läuft. Wird es heute nämlich auch wieder ein kurzer Tag, weil unsere Energie ist bei genau einem und eins ist nicht viel. Eins ist überhaupt nicht viel. Oh, Blume. Die können wir noch mitnehmen. Ah, dich auch. Sogar eine goldene. Apropos, hier können wir noch mal dran rütteln, oder? Ja, auch. Auch. Kann man rein? Aha, das wusste ich gar nicht. Hier kommt man aber noch nicht immer rein. Glaube ich jedenfalls. Das wäre mir doch mal aufgefallen damals. Also ich erlebe hier gerade Dinge, die erschüttern mich. Weg, weg. Was behalten wir? Gerade die Lachsbeeren. Ja, 25 Energie ist schon ganz in Ordnung. Kommst hier rein. Steine kommen hier mit rein. Du kommst hier rein. Kohle kommt hier mit rein. Lachsbeeren bleiben im Inventar. Organisieren. Zack. Ah, kurz am Bein kratzen. Halt, da oben kann ich noch mir eine Beere holen. Halt, hier auch. Juti, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Guck mal, unser kleines Kätzchen ist wieder da. Oh. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Indem wir Samenstufe 3 geworden sind.
Und jetzt den Zapfhahn basteln können. Oh yeah! Also dann, hau da rein!